Inscope Lifestyle. Bier auf der FIBO. Let's go. Wollen wir doch mal reinschauen. Seitdem wir hier sind, hat Mev nicht einmal die Kamera genommen. Und da soll es dann nochmal in den Kommentaren heißen, es kommen keine Videos aber wegen mir. Aber das ist das Problem. Kranplätze müssen verdichtet sein. Also, mein Lieber, weißt du, woran es liegt? Nein, damit ich nicht gelernt habe. Let's go speak and let's turn to English. Nein. Komm mal erst fast. Was Ron euch damit sagen will, ist Mev. Nee, was? Du bist gefeuert. Was Ron euch damit sagen will? Mev. Geh halt ja nur. Wo ist dein Bier? Ich brauche mal ein bisschen Stimmung, ja? Excuse me, guys. Where is my husband? Aber jetzt mal ganz kurz. Wenn ich mit jedem, der mich kennt, einen Tornado entzünden würde, dann würde ich sterben. Scheiße, guck doch mal den Tornado. Aber nur dann, Ron. Erst, Ron, ganz mit. Erst in dem Moment. Da davor auf gar keinen Fall. Der ist extrem an den Tagen von heute. Wir wissen nicht, wie wir dieses extreme Publikum stemmen sollen, geschweige denn, wie wir alle Gäste bedienen können. Gucken wir mal, was auf der FIBO abgeht. Wir haben jetzt einen eigenen Stand. Wir gehen gleich mal vorbei, gucken, was für Produkte wir haben und lassen uns von jedem Mitarbeiter mal ganz detailliert erklären. Hier seht ihr gerade noch mal einen Mitarbeiter von mir, Gö, wie er sich an meine Freundin dran macht. Gö, du bist hier voll. Macht keinen Sinn mehr, so die ganze Zeit mit Alexa in der Öffentlichkeit rumzumachen. Das ist unangenehm für die Leute. Ich werde ab sofort immer mit Mev in der Öffentlichkeit rummachen. Schade, dass Vince jetzt gerade nicht hier ist. Aber würde ich auch fühlen. Ich finde Mev ein sympathisches Kerlchen. Alter, Julian, dass du da XQC K reinschickst, dieses Emote, das ist seine Freundin, Alter. Julian, was bist du denn für einer? Ist ja ganz unangenehm, Alter. Sehen, wie kreativ wir gerade sind. Weck mich morgen. Du geilst doch auch nicht auf die Frau von deinem Vater, oder? Ich will nicht respektlos sein, insofern die noch zusammen sind. Der Jeansstand. Marc wird alle Produkte von uns repräsentieren. Der Typ wird hier ankommen mit einer Gewichtsdecke, mit verschiedenen Fastenrollensets, hüpfend auf dem Hüpfball und wird so sein Video drehen. Darf ich dir das sagen? Was sagst du eigentlich dazu, dass sie die ganze Zeit rummachen? Manchmal ist die Situation so, ich bin so dazwischen und dann habe ich manchmal das Gefühl, ich muss sagen, hey Leute, ich bin auch noch da. Du guckst einfach gerne zu, ja, oder? Safe. Dieser Vollzeit-Alkoholiker lässt sich auf Fitnessmessen blicken, um den Eindruck zu lindern, dass er Vollzeit-Alkoholiker ist. Wir sehen einen Kameramann, der mal wieder nicht filmt. Weißt du, was du auch machen kannst, worauf du stolz sein kannst? Ist, dass du mit den Sachen, die du machst, auch solchen Leuten hilfst, wie dem jungen Mann mit der Beinprothese, der gerade checkt, wie er da richtig trainieren kann und seine Sachen macht. Das ist echt krass. Also ich find's geil, dass ihr sowas anbietet, vor allem halt Leute so wie mich mit einer Prothese, weil es gibt halt nicht so viele Anbieter oder Software oder Marken, die das halt individuell anbieten. Safe, und das muss man den Jungs echt lassen. Ich hab ja auch die Jungs von GN im Fitness getroffen. Die haben sich auch für mich kurz Zeit genommen, mir ein bisschen was erklärt. Und ich glaube, und das sage ich euch wirklich so, wie es ist, nicht weil die Homies sind. Ich glaube, diese Fitness-App, die rausbringen werden, wird ehrlich sehr gut sein und wird vielen Menschen helfen, auch nicht nur im Gym, sondern im Alltag die Haltung vom Körper zu verbessern, um im späteren Alter auch sich gut bewegen zu können. Weil das, ich sage euch so, wie es ist, das ist auch noch so eine Sorge von mir. Was machst du, wenn deine Physis mit 50, 60 auf einmal Dogshit ist? Bro, ich sitze so schon so viel. Ich habe mit 27 Rückenprobleme. Mit 50, 60 werden die nicht weg sein. Wisst ihr, was ich meine? So wie Hyped? Ja, ne, Hyped ist. Hyped ist krass, ehrlich. Wir haben die jetzt halt umbenannt für den asiatischen Raum. Dass man quasi, wenn man Hyped eingibt, sieht man die nicht als Deutscher. Du müsstest halt ein bisschen dich mit der Sprache auseinandersetzen da dafür. Aber wir sind gerade wieder am neu skalieren. Wir haben neue Investoren im asiatischen Raum jetzt gefunden. Und bald bin ich auch für 2 Wochen in Shanghai für ein Meeting. Und werde wahrscheinlich ein paar Anteile abgeben, aber ist nicht schlimm. Da musst du dich bei Tim bedanken. Nein, muss ich nicht. Nein, weil du bist hier das Brain hinter der Sache. Ich bin nur der Trottel, über den sie alle in den Videos abfacken. Ich denke, ich werde hier morgen mal meine Antwort drehen bei euch, doch. Ich nehme 12 Bier. Marc Eggers auf Instagram, oder? Ey, boah, Digga, könnt ihr das mal mit reinschneiden? Ich kann mir so ein Anliegen. Marc Eggers auf Instagram. Also, das Bier rausbringt, schmeckt um Welten besser. What the fuck? Kevin! Kevin! Was ist ein BBC? Warte mal ganz Berlin, kurz. Berlin, Burrito Koffer. Alles klar. Bibi. You know this guy? Ist es random passiert, dass sich die zwei Vlogger getroffen haben im Restaurant? Ey, Bro, kannst du meine Hand loslassen, Digga? Müsst ihr euch überlegen? Popoplatte. Sitzt nicht bei uns, weil Marc. Weil Marc. 3 BBCs eingeladen hat. Ja, Alter, ja. Ich bin so weit weg und sehe niemanden. Was ist das? Ey, Marc, was ist los? Nein, du hast wieder unseren Abend versaut, du Arschloch! Das ist sehr surreal, dich mit der Cat zu sehen, Mev. Am G-Instand, ein Namen, den ihr noch öfter hören werdet in nächster Zeit. Nee, Spaß, habt damit nichts am Hut. Hier sind die Leute, denen wir die Scheiße mit ihm andrehen wollen. Und natürlich, ganz unbefangen,
Er interviewt jeden. Es hat gar nichts mit dem Aussehen zu tun, wie ihr direkt seht. Natürlich werden da nicht. Champagner mit Ron. Wo ist Ron? Wo ist der Don P? Wer ist der Typ? Weiß ich jetzt nicht. Die sagt, wir sind zu lieb im Bett. Ich sag, ja, willst du gewürgt werden oder was? Kein Kommentar. Wir gehen jetzt jedenfalls zum Stand, wo wir eigentlich hingehören. Ihr wisst ja, wir machen ja Gin normalerweise, das ist ja das Unternehmen, bla bla bla. Aber mein Herz schlägt eigentlich für den Gaffelstand. Lass uns mal gucken, wo hier die geilen Weiber sind und dann lass da hin. Grüße gehen raus an meinen Schatz Alexa. Interview mal den Testo-Typen. Nee, danke, Bro. Sind die schon volljährig? Die Jungs sind nur hier wegen dem Gaffelstand. Das müssen wir echt festhalten. Was ist das hier? Ola Kala mit Peso kombiniert. Wow, Ola Kala mit Peso kombiniert, Bruder. Das ist dieses hier. Egal welche Frau der scannt, der geht hin und spricht die an. Dafür wirklich Props. Das ist ein aktueller KFA Props. Auf dem niedrigsten Level, das es bisher war. Und formtechnisch... Bro, ich kenn die! Und die kennen wir doch alle! Oh, wie ist der Name nochmal von ihr? Oh! Lea, da habe ich schon ein paar Videos gesehen von der Lea. Da muss ich wirklich sagen, die macht ihr Ding. Die macht ihr Ding, die lässt sich da auch vom Internet nichts erzählen. Das ist auch richtig so. Noch nie sowas gesehen. Die machen wir ja dazu kochen, stimmt. Ihr seid so hässliche Pisser alles, Digga. Oh, ihr wollt mich alle nur hops nehmen. Jetzt den Tornado! Das ist doch absoluter Fakt. Fitnessmesse. Wir sind auch gerade dabei, eine eigene Brand zu machen, was Produkte angeht, vor allem Fitnessprodukte. Wir sind mittlerweile auf Amazon vertreten, noch nicht alle Produkte. Ihr könnt auch einfach mal auf Amazon eingeben, G-In-Faszienrolle. Dort findet ihr erstmal unsere ersten Produkte. Bro, was für eine Rolle? Kurs geht raus an alle, die auf der FIBO mit am Start waren. Es war sehr, sehr beschissen, euch mal wieder auch in Real Life zu sehen. Und ich glaube, euch ging es da ähnlich. Ich hoffe auf jeden Fall jetzt, dass ich die nächsten Wochen wieder keinen Content haben werde, den ich verfilmen kann, damit ich keine neuen Videos hochladen kann. Lasst uns darauf hinarbeiten. Kurs geht raus. Lasst bitte keinen Daumen hier nach oben da. Abonniert diesen Channel auf keinen Fall. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch einen wirklich beschissenen. Wenn ihr eine Beinnuss findet, dann knackt sie. Wisst ihr wieso? Wieso? Die schmecken gut. Check auf jeden Fall vorbei, die haben mehrere Produkte. Die haben einmal so Roll, also Bälle, aus denen man sich ausrollen kann, zum Draufsitzen, Matte und so. Da gibt's alles von diesem Sitzball. Was ist mit Reaktionshuge und den, Andys Video? Spendi habe ich schon angeguckt, Bro, leider. Spendi seine Videos gucke ich immer auf dem Klo tatsächlich. Und ich war heute auf dem Klo und auch ein bisschen länger und da lief der Vlog bei mir von Spendi. Ich schwöre auf Klos größte Kompliment, no joke. Ja, ja, Bruder, Spendi, ich glaub mir, ich hatte so viel Klo-Zuschauer, das war, glaube ich, echt nicht normal. BWL Justus, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal ein Video von Ron angeschaut habe, aber jetzt war der irgendwie auf Sylt. Und ich frage mich, was der auf Sylt gemacht hat und die Antwort werde ich jetzt finden. Wir fahren nach Sylt. Und so hat alles angefangen. Utsch, Gaga! Gut zu Zähneputzen auf dem Bett. Anders. Ich glaube, wir sind ready for Bipage. Was ist mal mit deinem Zimmer los? Oh, der Ring of Odin kommt. Oh, ich hätte gestern nicht scharf essen sollen. Melde mich wieder. Bro, hat der nicht nasse Haare? Oh, ist das Minus! Wenn du aus der Dusche kommst und dann groß musst, das ist keine geile Mischung. Oder das Beste, was dir passieren kann, bevor du auch in den Tag startest, ist Klo, groß, Dusche, yalla. Bruder, das ist andersrum, ist das wirklich. Dann würde ich mich wieder ungeduscht fühlen. In 50 Minuten. Gib mir Sonne, gib mir Wärme, gib mir Licht. All die Sonnen wieder zurück. Ah, die fahren im Zug, ne? Ja. Wie lange sind wir auf Sylt? 50 Sekunden. Oh. Und ich würde sagen, hier auf Sylt. werden viele, viele verrückte Sachen passieren. Ey, wie ist, ich habe keine Ahnung, ist Sylt cool? Teuer? Ja, aber, ja gut, aber im Sinne von das Hotel oder, okay, Hotel gibt's ja nicht, oder? Miethaus oder so ist halt teuer, oder? Aber nicht jetzt Essen. Sylt ist langweilig? Okay. Abgehoben ist fuck. Anders. Ich schneide den rein. Achso, nee, das war ja absichtlich. Ich habe mir eine zweite entzündet. Bebe dann nochmal für die Sodbrenntabletten. Flache Landschaft ist fuck, ja, für Fahrradfahren geil, oder? Ladies and Gentlemen, wir sind auf Sylt. So, hier sind wir auf Sylt. Oh, geiler Song, aber. Urlaubsvibe, fühlst du den. Den. Jetzt mit so einem leckeren Essen, das wäre doch super, oder? Und ganz viel Bier und Champagner. Kurz übertreiben wieder, wir wollten heute ruhiger machen. Dom Perignon. Ganz kurz ruhig. Wir wollten ruhiger machen. Ruhig Perignon. Wir haben leider so einen ganz komischen Tisch bekommen, obwohl wir noch nicht mal das Essen bekommen haben, aber einen Mindestumsatz insgesamt von, ich glaube, schon 3000 Euro erzielt. Was? Wenn jetzt gleich die Vorspeise kommt, der gute Kaviar, reicht eine Story und markier das Restaurant hier.
Und dann schauen wir gleich, ob hier Fans mit vorbei und den Laden niederbrennen. Ja, Spaß beiseite, will das wirklich machen? Es gibt kein Zurück mehr. Ja! Bro, was? Ein Restaurant mit Mindestver... Bruder, ich kenne Mindestverzehr nur so mäßig aus Clubs oder so. Yes! Ron ist eine Legende! Kannst du mich mal kurz zeigen? Bruder, das ist ja... Ron, warum? Ganz kurz, ganz kurz. Ja, ganz kurz. Ihr seid mir alle hier die BWL Justus. Oh shit. Oh Bruder. Oh. Nein. Sind das so die neuen Elevator Boys oder was? Bruder, was ist das denn? Oh nee, Jungs, ehrlich. Den Kleiderschrank haben die Jungs sich nicht selber. Den haben die sich nicht selber ausgesucht, Alter. Was ist das denn? Ey, Mann, Alter. Ich kann Daumen drücken, dass wirklich kein Zuschauer dieses Video sieht, dass die Dame nicht wirklich den Sohnemann daheim hat. Und ach, wobei, was laber ich, im besten Falle ist es ein Ron Bielecki Zuschauer, der noch ein T-Shirt während des Standard mit, ich trinke mir heute einen richtig einen rein. Wer hat die TTS losgelassen? Kannst du leise sein? Niemand will dich hören. Okay, Bruder. 11 Tage, yalla, wir sehen uns. Ich klär die Mütter. Ich sag euch so, wie es ist. Ich hab für heute schon genug Internet. Ich bin. Wie lange bin ich live? 45 Minuten. Ich bin durch. Aber auch eine Art von Hardcore. Oh, Hallöchen. Hallöchen. Warum liegen deine Sachen da? Janine. Aber warum liegen hier deine Sachen und nicht an deinem Bett? Und dein Bier. Stresslosigkeit ist das A und B. Es ist alles richtig geil. Guck mal, Pepe, diese Strandliegen, der Sand, die Luft, das geile Wetter. Boah, Wetter bockt aber nicht. Weißt du, was fehlt? Das Eisgekühlte. Ja, ich würde sagen, Chat, ich sage euch eins, ich finde eine Sache geil, dass bei dem Tornado-Bier von Ron, Nico und Tim das Marketing jetzt schon angefangen hat, beziehungsweise schon von einem Dreivierteljahr. Also das ist schon alles, das ist alles hier, könnt ihr schon gesetzlich absetzen, das ist alles Marketing, Jungs. Moment. Der Traum ist auf einem ganz anderen Level rausgekommen. Aber er ist teilweise so respektlos, meine Meinung. Bro, Sylt, also... okay, ich weiß jetzt wirklich, wie Sylt drauf ist. Also es ist wirklich jetzt sehr oberflächlich, meine Meinung. Bruder, ich guck mich um und ich sehe fast nur Hemden und sowas, ne? Vielleicht hier mal normale Menschen? Ah, okay. Das hatte ich ganz vergessen. Ah, okay. Okay. Bruder, das weiß ich jetzt. Ey, diese Schildkröte, dieses... Hä? Ich kann mir vorstellen, wie jeder, der das überhaupt da lässt, einfach wirklich gerade selber wie diese Schildkröte schaut. Hä? Bruder, was passiert hier? Ich sehe verdammt gut aus heute, ich weiß. Pepe ist besoffen. Ich denke, er sieht auch verdammt gut aus. Das Video ist zu Ende. Ich sehe verdammt gut aus. Abonniert Alter. Diesen Kanal. Ich sehe verdammt gut aus. Und Pepe ist besoffen. Ich achte auf die Finanzen. Ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Weiß jetzt auch. Weiß ich nicht.
Ich glaube, da ist wirklich einer mit seiner Mama am Feiern. Das Mutter-Sohn-Feiererlebnis, wie Ron sagen würde. Sylt, ganz eigene Welt, oder? Sylt ist jetzt was, wo ich glaube, mal für einen Tag hin kann. Und dann habe ich auch genug, ehrlich. Die Jungs, die mich am meisten gekillt haben, waren aber hier. Man muss auch dazu sagen, die sehen halt auch schick aus, richtig? So ein Sweatshirt, so ein Hemd einfach mit Kragen. Meine Oma würde sagen, die sehen schick aus. Grüße gehen raus an Ron und an Pepe.